Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, GamerXoTV. Heute zeige ich euch in Minecraft eine vollautomatische Kartoffelfarm und wie sie gebaut wird. Wenn ihr euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Dann viel Spaß bei Zuschauen und los geht's! Als erstes platzieren wir auf dem Boden zwei Kisten. Und dahinter kommt ein Trichter hin. Auf den Trichter platzieren wir einen Räucherofen. Dann kommt über den Räucherofen noch ein Trichter drauf. Wenn das fertig ist, platzieren wir links und rechts noch zwei Trichter, die in den inneren Trichter kommen. Und das soll ungefähr jetzt so aussehen. Wenn das fertig ist, dann beginnen wir mit Glas und platzieren wir es so, wie wir es angeordnet haben. Und zwar um die Trichterecken links und rechts. Etwa so. Wenn das erledigt ist, dann platzieren wir dann links und rechts Schienen, also Power-Schienen für die Loli-Angels und Trichterloren. Und zwar so. Ist das fertig, dann bauen wir uns mit dem Glas zwei Blöcke nach oben und machen wir so wie ein Dach. Links und rechts Mitte sollen es frei bleiben. Das soll dann so aussehen. Die Mitte und die Spitze wird uns freigelassen. So, als nächstes werden über die Minecarts die Falltür platziert, damit die nicht Dorfbewohner da nicht abhauen können. Dann machen wir einmal von der einen Seite vier Blöcke nach außen und dann einen Block nach unten. Dann nochmal vier Blöcke nach hinten und dann noch hier ein Kreuz, vier Blöcke mit Erde mit hinplatten. Die Mitte soll uns dann frei bleiben mit einem Raum, also einem Loch, wo dann das Wasser reinkommt. Wenn das dann so aussieht, kommt in der Mitte dann das Wasser hin und dann machen wir dann die ganze, das sieht so das Kreuz ist, für ein Würfel. Also füllen wir das alles mit Erde aus. Damit es dann irgendwann später noch dazu kommt, dass die Kartoffeln hier einpflanzen können, oben drauf. Auf alle Ecken. Nicht da, wo diese Überschrift, sondern nur, wie ob hier, dass hier ein Erdwürfel aussieht. Mit einem Loch. Etwa so. So, als nächstes kommt über den ganzen Rand Glasblöcke hin. Also ganz bekannt. Außer die Stelle da, wo es ja ein Block nach oben geht. Diese Stelle wird ausgelassen. Gehen wir nochmal kurz hier und bis da. Nicht weiter ins Zoll. So, dann machen wir rundherum, wo wir es platziert haben, mit Zäune, damit die Dorfbewohner nicht abhauen oder irgendwelche Mobs, die dann töten können. So soll das Ganze dann jetzt aussehen. Haben wir das geschafft, kommt unter das Wasserflächen, was dann gespinst wird, eine Komposter und eine Seelaterne. Kann auch Kloster sein, aber das ist ein bisschen ausgeschüttet. Das ist ein bisschen schön aussieht. So, und dann machen wir das ganze Beet, also die ganze Erde, einfach pflügen und damit Kartoffeln einpflanzen. Damit die schon mal wachsen können. Jedenfalls unseren Tipp für euch. Die Dorfbewohner können uns auch Sachen einpflanzen, die uns oder auch wieder selbst platzieren. Das heißt, sie können das auch wie wir Spiele machen, nur dass sie es automatisch machen. Wie sie es aber genau sieht, machen kann, das fragt man warum. Das liegt manchmal in Minecraft-Version. Für 1.17 oder 1.16 ist das immer ein bisschen anders. Also, es kann sein, dass es auch für die Zukunft nicht mehr aktuell sein könnte. So automatisch stellen. Aber ich hoffe, dass es könnte so klappen. Auf jeden Fall ist das für die 1.18 für und kann auch für 1.19 auch genutzt werden. Das alles sieht soll jetzt aussehen. Als nächstes machen wir das Ganze nochmal von nochmal eine andere Seite.
Das heißt, ein X machen, alles auffüllen, mit Wasser platzieren, Komposter und zehn Laternen platzieren rum, rundherum mit Glas und Zäune, alles pflügen und mit Kartoffeln platzieren. So wie eben es gemacht haben, alles in andere Zeiten. Gut, das geschafft, dann platzieren wir in der Mitte einen Teppich drauf. Als nächstes platzieren wir die Dorfwohler. Natürlich in der Medium ist es manchmal schwierig, wie man es genau machen könnte, ist daher auch in der Mitte von der Dorfwohler hin. Links und rechts sollte dann die als Bauer ein Umfeld werden und in der Mitte soll nichts abgemacht werden. Also nichts bekommen. Etwa so. Eigentlich hätten wir es ganz auch schon fertig, aber wir wollen uns dazu noch ein bisschen reinschaffen. Also machen wir jetzt noch Teppich. Also machen wir jetzt mit links und rechts Glas und unten dann dreimal Glas bei wieder. Aber einfach noch einfach kurz so Glas und dann das Dach unten machen. Sieht das dann so aus, kommt dann der Hippie-Stelle hinten Wasser rein. Achtung, nicht erschrecken, dass dann hier unten Wasser geht. Aber das kommt uns normal, das kommen wir jetzt erst dazu. Die man das hier dann hinten, man platziert dann hinten, das hat das mal kriegen sollen. Dann zieht alles das gut Glas und wird das nicht so gestoppt. Am besten zieht ihr an den Erde, damit es besser wird. Etwa so soll jetzt aussehen. So, haben wir das erledigt. Setzt mir unter diesen Glasblock einen Steinbock. Warum? Das sieht man besser. Wir platzieren einen klebigen Kolben, darauf dahinter kommen zwei Schleimblöcke. Dahinter kommt dann auf dem, und über den Klippenkolben ein Teppich. Dann platzieren wir dahinter, hinter dem Schleimblock dort, einen Beachter, der uns dann mit nach Rundpunkt nach innen den Schleimblock und den anderen nach außen zeigen muss. Dann platzieren wir dort einen Hebel und einmal müssen wir einmal aktivieren und deaktivieren. Dann geht es los mit Wolle und Ende. Passt sie wieder auf, dass es aber nicht leckt. Es gibt auch ein Kabel, das wir noch einstellen, wie es dann ein bisschen verbessert wird. Und damit sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne meine anderen Videos vorbei und auf meinen Hauptkanal Max Lobin V. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.